Die AfD hat die Gründung einer neuen Fraktion im Europaparlament angekündigt. Die Rechtspopulisten wollen sich mit rechtsextremen Parteien aus 8 weiteren EU-Ländern zusammentun, darunter Reconquête aus Frankreich und Confederatia aus Polen. Vorsitzender der Gruppe soll nach offiziellen Angaben der neu gewählte AfD-Europaabgeordnete René Aust werden. Die AfD gehört auf EU-Ebene damit wieder einer Fraktion an. Frankreichs Rechtspopulisten hatten zuvor den Rauswurf der Partei aus der gemeinsamen europäischen Fraktion durchgesetzt. Grund waren verharmlosende Aussagen des AfD-Europa-Spitzenkandidaten Maximilian Krah zur SS gewesen. Er wird auch nicht Teil der neuen Fraktion sein. Die AfD wird vom Bundesverfassungsschutz teils als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die Mitgliedschaft in einer Fraktion des EU-Parlaments verschafft der AfD Redezeiten in den Parlamentsdebatten und Sitze in den Fachausschüssen. Jede parlamentarische Gruppe kann auf Kosten der Parlamentskasse zudem zusätzliche Mitarbeiter einstellen und Büro- und Reisekosten abrechnen.